Hallo meine lieben Zuschauer und lieben Fans, ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland. Heute gibt es mal eine kleine Vorstellung, nicht direkt fürs Preppen oder so, sondern eigentlich eher zum Spaß bzw. auch zum Filmen. Klingt zwar gleich ein bisschen komisch, was ich euch erzähle, aber ich habe schon mal ausprobiert und die ersten Aufnahmen sahen wirklich toll aus. So, und zwar, ja, zum Filmen wisst ihr ja, ich nehme GoPro. Die GoPro Hero 7 in weiß, ne, beziehungsweise Silber, ja, weiß ich auch nicht so genau, ist eher grau, also weiß ist die auch nicht. Naja, jedenfalls habe ich hier was gekauft, und zwar ein RC Auto. Wir haben mir jetzt ein geländegängiges geholt, das ist von Revell Control. Dieses Video wollte ich eigentlich schon vor Weihnachten rausbringen, leider hatte ich ein paar Probleme mit meinen Kameras und so weiter, konnte ich das nicht machen, deswegen kommt das jetzt. Wann das auch immer sein wird, wahrscheinlich im neuen Jahr. Also im neuen Jahr, also im Jahr 2021 haben wir es ja jetzt schon. So. Oder noch 2020, je nachdem. Das Ding habe ich mir gekauft, um da meine GoPro drauf zu schnallen. Ich zeige euch am Anschluss auch ein paar Aufnahmen, die ich damit schon gemacht habe. Der ist sehr leise, was sehr vorteilhaft ist. Vor allem als Spionagefahrzeug. Dafür ist er eigentlich ein bisschen zu groß, aber ja, geht schon. So, das ist auch nur ein erster Anfang. Wenn ich irgendwann mal ein bisschen Geld gespart habe, hole ich mir was anderes. Aber jetzt erstmal dazu. Der ist von Revell. Das Ding heißt Big Rock. So, da seht ihr das gute Stück, das ist der Big Rock. Der hat keinen Allradantrieb, der hat nur einen Hinterradantrieb. So, und um mal ein paar Maße zu sagen. Ne? Also, Maße sind 36 x 26 x 20 cm und 1,93 Kilo schwer. Ist ab 8 Jahre. Bedienungsanleitung ist aus Deutsch auf Französisch. Zusammenbau, nein, das ist ein RTR, Ready to Run. Man braucht, bis auf die Fernsteuerung, keine Batterien mehr. Das ist ein Akku drin, den zeige ich euch gleich. Farbe ist bunt. Dann ist der leider nicht wasserfest. Aber ich denke mal, ein Regenschauer von oben wird er abhalten. Das dürfte kein Problem sein, weil das eine geschlossene Karosserie ist. Von oben her dürfte da nichts passieren. Der fährt sehr gut auf Rasen und auch, wenn er nicht allzu lang ist, über Asphalt und so weiter und so fort. So, kostet aktuell, muss ich mal eben scrollen, aktuell 60 Euro bei Amazon. Ich habe nicht so viel bezahlt. Ich habe ihn direkt beim Händler gekauft, hier vor Ort, als die Händler noch auf hatten, bevor der zweite Lockdown kam. Und habe 39 Euro bezahlt. Also nicht immer ist das Internet billiger. Wenn ihr könnt, kauft beim Großhändler ein. Beziehungsweise beim Händler, nicht beim Großhändler. So, dann habe ich hier oben schon die Halterung für die GoPro drauf geklebt. Die hält auch super fest. Da kommt aber demnächst eine andere drauf. Dann zeige ich euch das gute Stück mal von unten. Der hat einmal hier zwei so Klipse. Und dann kann man das Fach hier abnehmen. Und darunter ist dann ein Akku, der hat 7,4 Volt, 650 Milliampere, 3 Wattstunden. Also ich bin jetzt schon ein paar Mal mitgefahren. Ich benutze ihn ja meist nur so 10 Minuten lang, also da hält der Akku locker. Aber ich würde mal sagen, so 10 Minuten ist das Minimum, vor allem jetzt bei der Kälte. So, dann klippt man die wieder zu, so 10 Minuten. Und ja, das war es eigentlich schon. Also schätze mal, die maximale Zeit liegt vielleicht im Sommer bei 20 Minuten Fahrzeit.
lässt sich über USB aufladen. Das USB-Ladegerät habe ich jetzt leider in der Wohnung liegen gelassen. Dann ist dabei eine Funkfernsteuerung, so eine ganz einfache. Die kennt nur vorwärts, rückwärts, im Schnellgang und links und rechts. Ich zeige euch das jetzt kurz. Also, man schaltet den hier unten ein. Muss ich mal gucken, ey. Und so. Ich lasse ihn jetzt mal am Kopf liegen. Sonst fährt er mir nämlich vom Tisch hier. Kipp mal so nach hinten. So. Dann Fernbedienung einschalten. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. So, das ist eigentlich schon das. Und was das Tolle ist, bei der Firma habe ich mal gearbeitet. Ist lange her, aber ich habe da mal gearbeitet im Lager. Hatte aber mit dem ferngesteuerten Modell nichts zu tun. Da ging es hauptsächlich so um diese Modellbausätze von Revell, die wir da hergestellt haben. So, das wäre so ein groben, der fährt so, ja, so maximal 20 km/h auf gerader Strecke, mehr ist nicht drin. Ich habe es zwar noch nicht getestet, weil ich kein GPS-Modul habe und mein Handy draufklemmen möchte ich nicht. Achso, Fernbedienung. Hier unten kommt übrigens noch ein 9-Volt-Block rein. Ich werde gleich noch ein paar Fahrten machen, ohne Kamera. Werde euch das auch noch mal ein bisschen aufnehmen. Ärger. Ich habe das Fahrzeug wieder auf dem Tisch hier, mache ich jetzt erstmal aus, weil bei der Kälte, ich bin jetzt knapp 10 Minuten gefahren, der Akku gibt so langsam Geist auf, aber ich bin jetzt wogegen gefahren, ich mache demnächst noch mal, vielleicht noch mal ein Video mit Sprungschanze, da muss ich mir aber erst eine bauen und ja, das wäre es eigentlich dazu, ich hoffe das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, Daumen runter. Kommentiert schön. Und ansonsten sehen wir uns bald. Ach, vergesst nicht zu abonnieren. Und die Abos kosten auch kein Geld. Das ist völlig kostenlos. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssikowski, euer Holger.